Ihr seht nicht gut aus. Zu viel getrunken? Ich... Ihr müsst mir nichts erklären. Ich bin Kellnerin. Der Tag danach ist mir wohl vertraut. Aber ich... Nehmt einen Krug Wodka, fügt zwei Maß Schollkraut und drei Nieswurzblüten dazu. Das Rezept meiner Oma gegen Kater. Habe ich euch schon von meiner Großmutter erzählt? Alle respektierten sie, trotz ihrer Hässlichkeit. Aber vielleicht wurde sie auch gerade deshalb respektiert. Hakennasen können sehr eindrucksvoll sein. So ist das bei einer Hexe. Weisheit bringt nicht immer Respekt. Langweile ich euch? Keineswegs, aber da fällt mir ein, ich habe ja noch Milch auf dem Herd und tschüss. Nein, wir wollen ja nicht unverschämt sein. Vielleicht erzählt sie ja noch von ein oder zwei mehr Rezepten. Die hat uns ja, glaube ich, beim letzten Mal auch schon ein Rezept gegeben. Aber dass sie jetzt auf einmal so gesprächig ist, naja, wir werden sehen. Ganz und gar nicht. Ich weiß, ihr seid ein Hexer. Das ist fast sowas wie eine Hexe. Ihr praktiziert Hexerei, braut Tränke und helft Frauen in Not. Irre ich mich? Seht ihr? Ich habe recht. Meine Großmutter würde euch mögen. Und ich glaube, ihr sie auch. Ihr seht gelangweilt aus. Ich habe noch Milch auf dem Herd. Nein, wir sind weiterhin keineswegs, glaube ich. Oder sind wir gelangweilt? Nein, wir sind nicht gelangweilt. Erzähl weiter deine Geschichte. Keineswegs. Ihr zwei könntet Erfahrungen austauschen. Ich stelle mir schon vor, wie meine Großmutter sagt. Ein Maß Schollkraut, zwei Nieswurz, eine Prise Mistel. Ich muss jetzt wirklich aufbrechen. Ich möchte euch nicht aufhalten. Aber kommt bald wieder vorbei. Dann reden wir mehr. Lebt wohl. Und das Einzige, was ich jetzt hier... Neuer Eintrag, Formel. Mist, das habe ich ja nicht gelesen, welche Formel. Aber es hat sich schon wieder gelohnt. Aber jetzt das Einzige, oder das, was ich eigentlich ursprünglich bei dir machen wollte, war, dass du mir das Inventar ein bisschen leer kaufst. Ich dachte, wir, Ich bin gleich bei euch. Alles gut. Dieses Fenster wollte ich. Mehr wollte ich doch gar nicht. Belegtes Brot mit Huhn, das kannst du gerne haben. Die ganzen Sachen haben wir jetzt ebenfalls mal schnell hier wieder rein. Einfach mal der Reihe nach. Mal schnell das Salamandra-Versteck geplündert. Wie gesagt, damit machen wir nicht so viel, aber immerhin in kleinen Schritten, wie gesagt, kommt man da ja auch ans Ziel. Na halt, Mist, jetzt muss ich ja doppelt klicken, weil ich wieder mal zu langsam war mit den dicken Wurstfingern. Dann machen wir das so und so. Und das hier räumen wir auch noch weg, den Schnaps und so Zeug. Ja gut, das ist jetzt natürlich so eine Sache. Hier haben wir haben 10 Schleifsteine, können wir eigentlich mal ein paar einlagern, falls wir noch welche finden. Das soll erstmal so passen. Nein, die Erdbeere bekommst du noch. Eine Münze ist ja auch sehr lächerlich. Das haben wir, wo ist denn hier genau? Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Schade, ich dachte, er würde auch wieder etwas Neues sagen. Aber einmal schnell hier rein. Ah, ich überlege gerade, suchen wir uns noch einen Händler oder schmeißen wir das ganze Zeug erstmal hier rein? Nein, ich würde sagen, wir suchen uns erstmal einen Händler. Wir werden dafür wieder in das Kaufmannsviertel gehen müssen. Das haben wir bereits gelesen, das heißt, das verkaufen wir bei nächster Gelegenheit. Den roten Schal legen wir rein. Die Steine hier wird erstmal keiner weiter suchen. Feuersteine haben wir, glaube ich, auch wieder. Wie viele Feuersteine haben wir? Wir haben bloß einen Feuerstein momentan, das ist aber nicht viel. Habe ich noch irgendwo Feuersteine hier drin oder muss ich da auch wieder welches suchen? Ah ja, diese Unübersichtlichkeit im ersten Teil im Inventar. Aber gut, das gehört dazu. Macht ja nichts, wir werden uns zurechtfinden, höchstwahrscheinlich. Und ach ja, irgendeinen Saft suche ich noch, ne? Vor irgendeine Alchemie-Zutat, aber ich habe wieder vergessen, welche das war. Weiße Rosen, Eisenkraut, nee. Diesen komischen Saft von der Pflanze da. Momentan aber nicht auffindbar. Irgendwo wird er auf jeden Fall sein. Egal, Toxin, nee. Alkoholmark, nee. Giftdrüsen. Gut, da suche ich jetzt aber nicht, das dauert bloß viel zu lang. Und nur fürs Protokoll, wir haben mittlerweile 150 von diesen Gehirnen. Also theoretisch müssten wir irgendwen finden, der uns die verkaufen kann. Und hier, das verkaufen wir. Dann müssen wir trotzdem nochmal schnell in den anderen Bezirk. Das lagern wir wieder ein. Das lassen wir alles so. Und das hier kommt alles mal mit. Ich bräuchte bloß einzelne Rubine, wenn ich die noch finde. Die können wir verkaufen an den, oder tauschen an den Schmied. Und dazu bräuchte ich dann hier wieder so einen Runenstein. Aber bis jetzt sehe ich irgendwo einen Diamanten. Nee, ich habe so raffhalsmäßig wieder alles verkauft. Das geht an Coleman, wenn er noch da ist. Und die Ringe gehen an anderen Händler. Dazu werden wir aber erstmal wieder meditieren müssen. Das können wir aber auch. Alles klar. Nee, das machen wir jetzt einfach mal noch schnell, diese paar Sachen. Und dann... Nee, hier ist wirklich kein Feuerstein mehr. Höchstwahrscheinlich habe ich auch hier wieder übersehen. Ist egal, wir legen das alles mal zusammen. Und dann
Also wieder, nee, unbekannte Bomben. Hatte ich nicht gerade noch einen Feuerstein hier irgendwo? Ach, da ist er ja. Alles klar, ne, gut, jetzt viel Geplapper um nichts. Ich werde hier mal wieder aus dem Gasthaus rausstolpern. Und dann machen wir das so, wir gehen nochmal schnell drüben im anderen Viertel verkaufen. Teilweise sollten wir vielleicht erst meditieren und dann verkaufen, ne? Weißt du was? Weißt du was, das machen wir jetzt hier mal an der Stelle. Das kostet uns zwar wieder 5 Münzen, aber dann spare ich mir drüben auf der anderen Seite wieder einen doppelten Weg. Das heißt, hier mal schnell herein. Ganz schnell, ganz fix, ganz unauffällig. Hier mal wieder zum Schankwirt. Ein berühmter Ungeheuertöter beehrt mein bescheidenes Gasthaus. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Schön, dass er jedes Mal was anderes sagt. Ich möchte, ja, mein Zimmer in Form eines Teppichs auf dem Boden mitten im Gasthaus haben. Ich brauche Ruhe. Habt ihr ein Zimmer? Ja, 5 Orens. Wunderbar, wie schön unauffällig. Mittendrin. Ja, ich habe gerade gesehen, wir haben noch ein paar Flaschen an Schnaps und so weiter gerade bekommen. Aber weißt du was, die lassen wir jetzt einfach mal. Das dauert jetzt hier eh wieder alles ziemlich lange. Das heißt, mal schnell 13 Stunden meditieren. 5 Münzen, dass man sich da auf den dämlichen Teppich setzen kann. Das ist schon ziemlich unverschämt. Muss ich hier schon mal so festhalten. Aber auch das soll uns einmal mehr nicht aufhalten. Thaler ist immer noch da. Ich glaube, der ist hier eingezogen. Die prügeln sich immer noch. Das haben wir ja alles schon gemacht. Einmal hier raus und dann, wie gehe ich am schlausten? Ich glaube, entweder den Teleporter bei Triss nutzen. Nee, den Teleporter bei Triss nutzen wir nicht. Wir müssen direkt zu den Händlern. Es regnet ja immer noch. Das Wetter wird und wird aber auch nicht besser. Die Stadtbewohner gehen alle in Deckung. Die auch. Manchmal würde ich mir fast schon wünschen, nur die Sintflut, das ist noch das erträglichste von allen. Was ist das denn eigentlich für eine Pflanze? Ja gut, das haben wir zwar auch schon in Massen, das Lilane gerade aus den ganzen ertrunkenen Gehirnen. Apropos ertrunkenen Gehirn, warte mal, schnell nachschauen. Die Zunge von Ertrunkenen habe ich jetzt nicht dabei, ne? Wir wollen wissen, ob die auch die Lilane Eigenschaft quasi, oder halt diese Lilane Zutat beinhalten. Aber ich glaube fast, das war gleich. Oder was, Lila und Blau? Ich weiß es nicht mehr. Da dieses Freudhaus werden wir bei Gelegenheit auch mal schauen. Aber jetzt gehen wir erstmal gleich in Richtung Sumpf. Wir müssen ja da auch noch ein paar Sachen abholen. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen Asche machen. Und was mir einfällt, wenn wir durch den Teleporter gehen, können wir uns dieses lange Gespräch mit dem Fährmann jedes Mal sparen. Und tauchen direkt in der Mitte vom Sumpf in dem Turm auf. Ha ja! Was habt ihr im Haus dieser Hexe verloren? Ohne Triss wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Wenn ihr lügt, sollt ihr meine andere, nicht so sanftmütige Seite kennenlernen. Ah, was führt euch hierher? Diese Hexe versucht, einen meiner Patienten zu entführen. Alvin, was versteht diese Vettel schon von Kindererziehung? Wo doch jeder weiß, dass sie nie eigene haben kann. Ich will nicht, dass sie das Kind in ihre dreckigen Pfoten bekommt. Der Teufel allein weiß, was sie damit anstellen will. Erklärt ihr, dass Alvin bei mir bleibt. Es wäre viel leichter, wenn ihr zwei euch einfach einigen würdet. Leicht oder nicht, ihr kennt sie besser. Bitte bringt Alvin zu mir. Also gut, gebt mir einen Kuss. Bitte was? Shani möchte, dass ich das Kind aus dem Krankenhaus hole und zu ihr bringe. Ich komme hier rein und werde erstmal direkt angepöbelt. Also, das ist ja... Ja, alles klar, Shani. Danke fürs Gespräch. Vincent ist auch da. Warte mal. Erstmal Vincent sprechen. Der weiß vielleicht auch irgendwas Neues. Seid gegrüßt. Ah ja, aber ich glaube, das sind die bereits angerissen wurden, dass sie im Sumpf gerade unterwegs sind. Gibt es neue Ungeheuer zu erlegen? Darum kümmere ich mich nicht mehr. Redet mit dem königlichen Jägersmann. Ihr findet ihn auf einem Hügel unweit des Neunarakord im Händlerviertel. Alles klar, dann wissen wir schon Bescheid. Trotzdem, vielen Dank. Lebt wohl. Ja, Shani möchte, dass wir das Kind zu ihr bringen. Aber wenn das wirklich so eine Magiebombe ist, dieses Kind, sollten wir das Kind wahrscheinlich wirklich einem Zauberer oder einer Hexe anvertrauen. Damit das Ganze, wie soll ich sagen, ja, wenn der wirklich so magiebombenmäßig ein Loch hier irgendwo mitten in die Stadt sprengt, das ist nicht so gut. Holt das Kind. Wir sehen uns im Haus. Kann ich jetzt da irgendwie entscheiden oder muss ich jetzt hier nur aktive Phasen? Das Kind zu Triss oder zu Shani? Ja, dann
Ich weiß nicht, ich würde fast sagen, ich traue Shani wesentlich mehr über den Weg als Triss, aber wie gesagt, diese angesprochene Magie-Explosion, die da zustande kommen könnte, oder wahlweise muss ja nicht eine Explosion sein, wenn dieses Kind seine Kräfte frei entfalle, dann geht das, glaube ich, sehr stark nach hinten los. Was? Einmal mehr möchten wir dir was verkaufen, und zwar diese Schriftrolle. Wir haben es gelesen, das heißt, wir können dir das mal in die Hand drücken. Wie viel würde... da muss ich sogar über meine eigene Lippe stolpern, weil von 80 auf 400, das ist jedes Mal wahrlich unangenehm mit anzusehen. Was kann ich für euch tun? Wir hatten bereits das Vergnügen, leider finde ich momentan keinen besseren Händler dafür, in sehr großen Anführungszeichen. Das heißt, wir werden jetzt hier mal... Ach ja, da kann man aber schön Geld mit Nochmal, da kann man aber ganz schön viel Geld damit machen oder so ähnlich. Ja gut, 60 vielleicht nicht so viel, aber hier, was? Die Goldringe plus 60, da waren die mit 120 schon die größten, die wir bisher verkauft haben, aber immer weg damit. Oh, wir könnten sogar den Siegelring der Stadtwache und den Ring des ewigen Feuers verkaufen. Machen wir natürlich nicht, aber wir könnten es. Und schon haben wir 3200, wenn wir jetzt von Kalkstein noch die 1000 holen, haben wir schon 4200. Stopp, genau hier war doch die Händlerin. Was gibt? Aber die verkauft, die würde wahrscheinlich keine, genau, Monster-Eingeweide kaufen, die möchte bloß die anderen Sachen haben. Ich bräuchte wieder Kalkstein, um die da zu verkaufen. Dann schauen wir mal, was Kalkstein dafür haben möchte, und dafür gehen wir erstmal wieder in sein Haus. Und dann können wir jetzt mal wieder in den Sumpf rüberschauen. Wir haben drüben, glaube ich, noch zwei oder drei offene Quests. Nicht nur, was war das? Ich glaube, das war das Portal, was auseinandergefallen ist, oder? Das klang gerade sehr ungesund. Greift uns hier was an? Nein, dann war es hier wahrscheinlich bloß das da. Warte, wir machen eine Gegenprobe, wenn wir zurückgehen. Das war das Geräusch, was ich beim Reinkommen ins Haus gehört habe. Okay, gut, dann war es doch der Teleporter. Jetzt aber genug von Teleportation, auch wenn ich davon auch nicht so begeistert bin. Zum Turm im Sumpf. Und da wären wir wieder. Oh, auch ein sehr schönes Bild. Sehr schön. Das Bild, oder wahlweise, das Spiel hat immer richtig geladen und ich sehe Kalkstein schon wieder. Hier kommen wir nicht drum. Jetzt hör doch mal auf, mich hier von der Seite so anzusingen. Vielen Dank. Eine Holztruhe, eine Kiste. Haben wir das nicht schon beim letzten Mal geplündert? Ich glaube, wir haben das beim letzten Mal schon geplündert, aber aus irgendwelchen Gründen ist hier wieder, hoppala, etwas Neues für uns. Oh ja, das nehme ich gerne mit. Taucht hier öfter was auf. Kalkstein, ich habe das Gefühl, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen unterhalten. Seid gegrüßt, Hexer. Was macht ihr denn in diesem Turm? Endlich! Ich habe so lange gewartet. Kalkstein. Die größte Entdeckung meines Lebens. Ihr habt eure Belohnung voll und ganz verdient. Schade. Ich dachte, er würde vielleicht mit uns noch ein paar tausend Münzen. Ich dachte, er würde mit uns vielleicht noch ein paar... Wie soll ich sagen? Ein paar... Jetzt gehen wir aber wieder richtig viel zurück. Ich dachte, wir würden jetzt noch ein paar, ich sag mal, Infos oder Errungenschaften, also wissenschaftliche Errungenschaften über den Turm teilen, aber... Ja. Okay, wir können handeln. Und was machen eure Forschungen? Erstmal das Handelsfenster. Er möchte das hier kaufen. Ja, gut. Ja, eine Münze. Also damit lockt es echt keinen hinterm Ofen hervor. Das ist schade. Okay, dann. Ja. Was machen denn die Forschungen? Was machen eure Forschungen? Ich habe eine neue Theorie. Ein Meilenstein der Alchemie. Alles besteht aus Teilchen, die so klein sind, dass man sie nicht sehen kann. Mhm. Sie sind ständig in Bewegung und wirken aufeinander ein. Ich kann es noch nicht beweisen, aber ich arbeite daran. Vielleicht könnt ihr mir später davon erzählen. Ja. Alles klar, dann weiß ich ja Bescheid. Gebt auf euch Acht. Wunderbar, schau auch hier natürlich ein bisschen Wissenschaft. Kann natürlich nicht schaden. Ja, ja, Atome und Moleküle und Wechselwirkung. Natürlich. Also ich gehe jetzt mal einfach ganz dreist davon aus, dass er darauf anspielen wollte. Aber ich vermute mal fast, dass ja. Okay, zurück in den Sümpfen. Es gibt viel zu tun. Kiki, Mohrenarbeiter? Warte mal, die... Ertrunkene Tode, das kommt mir bekannt vor, aber seit wann sind denn da hinten Kikimoren-Arbeiter? Also klar, wahrscheinlich mit dem Wechsel von Akt 2 in Akt 3, aber seit wann sind denn hier diese
Okay, ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Dass wirklich jetzt hier diese Insekten sind. Na dann, die Klinge zu mir. In den starken Kampfstil. Und dann mal hier langsam vorschleichen. Ah ja, eine von beiden hat mich schon entdeckt. Na, kommt mal raus, ihr ekelhaften Viecher. Was der leichte Stil, der schwere Stil? Wir testen uns mal ran. Es scheint der schwere zu sein. Die halten sehr viel aus und geben 220. 220 Erfahrungspunkte. Da können sich die komischen... Wie heißen sie? Die komischen... ertrunkenen Toten mal eine Riesenscheibe von abschneiden. Aber das Problem ist natürlich, da gibt es wahrscheinlich noch stärkere davon. Und wir werden die auf jeden Fall finden, so wie ich mich kenne. Na, dann komm mal her. Achso, kann ich eigentlich den ja machen? Okay, er zeigt sich sichtlich unbeeindruckt. Und da hinten kam gerade wieder irgendwas raus. Ach, natürlich euch. Sieht man hier natürlich dann auch noch. Schauen wir mal, was sprechen die Erfahrungspunkte? Oh ja, yeah, schnell zurück, zurück, zurück. Jetzt kann ich es nicht lesen, weil ich ausweichen musste, aber ich denke mal, wir haben da ein bisschen was mitnehmen können. Hier die Überreste. Eine Luftröhre. Ah ja, ja, erstmal im Ganzen rausgeschält. Das klingt ziemlich ekelhaft. Gut, ich will jetzt hier aber nicht die ganze Zeit hin und her tanzen und die ganzen Sachen da irgendwie auf Verdacht verprügeln. Auch wenn das sehr verlockend wäre, das gebe ich gerne zu. Meine Monster, meine Ungeheuer. Der Alp, wann habe ich denn den dazu geholt? Ist egal, wir gehen hier erstmal weiter. Den haben wir ja gerade platt gemacht. Erscheinung, ertrunkene Tote, Flatterer. Nee, das suche ich alles gerade gar nicht. Ich übergehe die einfach mal. Ja gut, die Golems oder einen Golem haben wir auch schon platt gemacht. Wo ist denn, was suche ich? Irgendwas mit K. Hier, natürlich. Die haben wir gerade platt gemacht. Was haben wir denn hier? Taktik. Sie sind blind, können an Vibrationen. Sie spucken Säure, Geruch, okay. Anfälligkeit, Silber. Anfällig für Niederschlagversuche, das hat der aber gerade nicht gemacht. Die Krieger wahrscheinlich schon wieder wesentlich stärker gegen Silber und Insektoidenöl. Okay. Und eine Königin, das, ja, bewegt sich sehr langsam, das ist ihre einzige Schwäche. Oh ja, das ist, wenn wir dir über den Weg laufen, dann ist Feierabend. Alles klar, aber ja, ich wollte eigentlich ursprünglich nochmal zu den Quests und habe hier wieder das Fenster zugemacht. Man sieht schon, dass man wieder nichts sieht. Berenga? Nee. Blauauge? Nee. Spielermacht? Nee. Der Ghoul-Vertrag? Nee. Gorgo-Vertrag? Nee. Also nicht die ganzen Verträge anklicken. Ach, Clown von 10. Okay, dann haben wir das hier schon mal gar nicht so falsch gemacht. Die Quelle, ja, das sollten wir vielleicht auch gleich noch tun. Wir will spielen Erntezeit. Genau, erstmal zu Vaska wegen den Salamandra. Oder wir könnten... ich konnte... Nee, das haben wir gemacht. Gesucht. Ich warte auf seinen nächsten Zug. Ja, da warten wir immer noch drauf. Persönlichkeit, da passiert nichts. Untersuchungen im Sumpf. Ist das das hier? Da kann ich nichts verfolgen. Also erstmal mit Vaska sprechen. Das heißt, wo ist der Vertrag dazu? Das verlorene Lamm ist hier auch noch. Das kommt aber auch noch irgendwann später. Ja, Mensch. Meinst du, ich finde jetzt hier die Quest, die ich gerade angeklickt habe? Es war halt die Erntezeit, glaube ich. Ne? Mit Vaska und die Salamandra sprechen. Genau, das heißt, wir müssen einmal in diese Richtung. Ich glaube, hier entlang. Mal hier schnell auf den Gruppenstil umschalten. Heieiei. Und dann merken, dass man sich wieder verläuft. Ne, es passt, glaube ich. Was verfolgt mich? Ach nö, du kannst mich mal küssen, wo die Sonne nicht scheint. Du bist momentan nur eine Last. Und das sage ich durchaus so verletzend. Oder meine ich so verletzend, wie ich es gesagt habe. Hier mal durch. Aber da tauchen auf einmal die Viecher auf. Die komischen Insektoiden. Will nicht wissen, wer oder was die auch hier wieder hervorgelockt hat. Und was habe ich gerade gelesen? Da schaust gleich der Nächste. Den holen wir uns. Wir brauchen ja die Clown von denen. Komm zu mir, komm zu mir. Werden die Arbeiter nicht immer vorgeschickt, um hier irgendwie neue Gebiete auszukundschaften oder irgendwie so? Willst du mal bitte aufhören, von mir wegzulaufen? Soll das jetzt lustig sein? Willst du bitte mal... Danke. Oh. Das war ja mal ein klassisches One-Hit-Wonder. Doch anfällig gegen Niederschläge. Okay, alles klar. Die Überreste. Zwei weitere Klauen. Dankeschön. Okay, jetzt können wir aber zu Vaska gehen. Nanu, wieso? Wieso hängt das denn hier auf einmal ab und zu? Ich hoffe nur mal, dass irgendwie das Ganze nicht kaputt geht. So, Vaska steht vor der Tür. Ach so, na gut, ich dachte schon, irgendein neues Event. Wir werden sehen. Vaska. Seid gegrüßt. Vieles hat sich verändert. Stadtvolk hat unseren Sumpf überrannt. Wer sind diese Fremden? Trockene. Wie schrecklich. Sie vertrieben die Holzfälle. Viele wurden ermordet. Sie verschleppen unsere Familien.
Die Wassergötter sind erzürnt. Nur die Druiden wagen es noch, im Heim zu bleiben. Geschah sonst noch etwas während meiner Abwesenheit? Ein großer Kampf tobte zwischen einem Mann mit feuriger Seele und einem Elfenfürsten. Wer hat gewonnen? Unsere Götter obsiegten. Gepriesen seien sie. Kann ich euch etwas fragen? Was? Das ist ja wirklich sehr hilfreich, diese Antwort. Unsere Götter siegten. Wunderschön. Ich höre ja Probleme wie der Ertrunkene. Erzählt mir von dieser Schlacht. Ach ja, machen wir erstmal die Schlacht.